Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum jetzt 46. Part bei Assassin's Creed 2 mit mir, dem leichten Rage-Kegel und dem guten Ezio. Und wir sind jetzt hier im Gebiet, wie heißt denn das Gebiet? Sehr gute Frage, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir immer noch in Venedig hier am Gange. Haben das zweite Gebiet ja gestern mit dem Assassinen-Siegel bzw. Assassinen-Grab ja wunderbar beenden können. Es war der Horror. Aber egal. Wir haben jetzt hier erstmal noch zwei Aussichtspunkte, die wir ablaufen müssen. Und das werden wir jetzt erstmal machen, sein, gehaben, tun und hassen nicht gesehen. Das habe ich mir so gedacht. So, der. Wir müssen wahrscheinlich. Halt die Schnauze. Wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Glaube ich jedenfalls. Also, sieht so aus. Ja. So, und hier wird dann wahrscheinlich auch das. Ja, hier, da ist der Eingang zum Assassinengrab. Wunderbar. Aber das machen wir später. Wenn ich das jetzt gleich am Anfang der Aufnahme mache, da wird die Aufnahme nicht lange gehen. Und ich wollte heute ein bisschen was schaffen. Obwohl ich ja eigentlich noch nicht weiter aufnehmen muss. Aber ihr wisst ja, wenn ich Urlaub habe, dann will ich gleich ein gesamtes Projekt fertig aufnehmen können. So, Karte aktualisiert. So, wo ist der Heuballen? Da ist er. Juhu! Alright. So, ja gut, dann wäre jetzt hier hinten noch ein Dingens. Und das Schöne an der Sache ist, dann kann ich mich, wenn jetzt die Folge vorbei ist, kann ich dann erstmal die restlichen Kisten hier einsammeln. Hahaha. Das passt nämlich auch sehr gut. Oh. Warte mal. Oh. Wenn wir gerade schon mal hier sind, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Ja, da ist dann auch noch eine Kiste. Ja, die holen wir auch noch, ne? Komme ich hier vorne ran? Beziehungsweise lang? Ran. Ich habe überhaupt keinen Sprachrohr schon wieder. Das ist, ne? Ist ja normal. So. Tralalala. So, genau, klettere da mal hoch. Guck mal, wie schön der Ezio das machen kann. Das ist nice. I like this very much. So, ich bin die Frames gerade wieder ein bisschen rum, aber das ist ja. Also hier in Venedig ist das normal. Das ist mir die letzten Folgen schon aufgefallen. So. Damit wären erstmal in diesem Gebiet, also jetzt bisher, die Aussichtspunkte erledigt. 20 Stück fehlen jetzt noch, okay. So, ach guck mal, hier ist dann noch eine Kiste, nehmen wir die auch gleich mit. Perfekt. Nur man gönnt sich ja sonst nichts. Je mehr ich jetzt schon einsammle, desto weniger habe ich dann in der Aufnahmepause zu tun. So. Guck mal, nehmen wir die auch gleich mit. Es ist einmal. So, und irgendwo da oben müsste noch eine sein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Die nehmen wir online mit. Ach, wahrscheinlich hier drüben auf dem Balkon, oder? Genau. Oder Veranda oder was da auch immer ist. Lass Veranda, denn sie will ja. So, wunderbar. Das hätten wir auch.
So. Okay, wie gesagt, die Kisten, die sammle ich dann gleich in der Aufnahmepause. Hier haben wir. Ja gut, wir brauchen ja nur noch drei Codex-Seiten. Dann holen wir die eine Codex-Seite hier vorne auch noch. Passt sich eigentlich sehr gut. Und dann kann ich ja nochmal gucken, was die Händler hier noch so anzubieten haben. Das können wir eigentlich so im Laufe dieses gelingsten Videos mal machen. Das ist eine sehr gute Idee. Und wenn wir nebenbei dann noch so ein paar Kisten finden, dann nehmen wir die natürlich auch gleich mit, ne? Hallo? Genau. Ezio kannst du hochklettern. Dankeschön, Dankeschön. Ach, schön. Ah, hier. So. Also wenn wir jetzt die restlichen Auftragsattentate keine großen Probleme bereiten, beziehungsweise die restlichen Missionen, sollte das eigentlich, ich sage jetzt mal mit 100%, kein großes Problem mehr werden. Kommt und seht, was Stolz, Schönheit und Jahre der Erfahrung euch bieten. Jo. Haben wir hier. Oh, Messergürtel-Erweiterung. Ja, nice. Nehmen wir. Kleider färben. Pass mal auf, ich kann die ja mal zu Vorsicht kaufen. Hallo? Ich wollte die kaufen? Hallo? Hört ihr mir mal zu? Ach, ich habe die Umschalttaste gedrückt. Ja, das ist natürlich. Ach, das kostet immer wieder denselben Preis. Na toll. Okay. Alles klar. Nee, dann. Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe dir gerade ganz viel Geld in den Arsch geschoben. Dankeschön. Danke. Danke. Sehr freundlich. So, was hast du noch zu bieten? Gemälde haben wir alle. Schatzkarten haben wir alle. Dankeschön für das Gespräch. Tschüssi. Huch. So, warte mal. Irgendwo war doch hier noch ein Schmied. Ein Schmied. Ein Schmied, jawohl. Hier vorne ums Eck. Jawohl. So, reparieren. Komm, wir reparieren mal die ganze Rüstung. Weil wir es können. Haben wir hier noch was Neues dazugekriegt? Nö. Waffen? Nö. Kleine Waffen? Nö. Munition? Können wir noch was auffüllen? Jawohl. Rauchbomben 3, Pistole 6. Alle klar. Und ich habe so die Vermutung, die Pistole werden wir garantiert in den Pass auf, wo du hinläufst! Die werden wir garantiert in den nächsten Missionen irgendwie gebrauchen können. So. Dann werden wir uns jetzt mal hier die Codex-Seite holen. Codex-Seite? Hä? Watze Fug. Ach, hier ist er. Ja gut, okay. Zack. So. Genau, wir sterben. Sehr schön. Ich freue mich. Danke. So. Das wäre Codex-Seite Nummer 28. Wir sind also auf einem sehr guten Weg, die 30 Seiten zusammenzukriegen. Ja. Okay. Alles klar. Pass mal auf, dann versuchen wir jetzt einfach erstmal hier die erste Mission, würde ich sagen, ne? Also 20 Minuten haben wir jetzt noch auf dem Timer. Weil mich jetzt schon in dieses Assassinen-Grab reinzutrauen, ne. Ganz ehrlich.
Ich muss es leider so sagen, wie es ist. Weil wenn ich nicht noch so an die letzte Folge zurückdenke, was ja, ja gut, ich sag mal, heute Nacht gewesen ist. Nee. Das war der Horror pur. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden und gebe all so dumm, wie ich mich da in diesem Assassinengrab angestellt habe, also... Und erst das Lösungsbuch hat mich dann auf die richtige Ecke gebracht, ne? Und das soll schon was heißen. So, dann auf in den Kampf Torero. Antonio, wir müssen reden. Ezio! Ezio Auditore! Theodora, darf ich euch den talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Prost! Madonna. Ah, Schwester Theodora. Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. Nee. Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht. Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt! Kommt zu uns, Ezio! Trinkt! Trefft die Damen! Ah! Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld nun, gestohlen! Nun, Ezio, dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach! Ach, wie schön! Damen in Not! Den Mörder verfolgen und eliminieren! Ja, gut. Da können wir, glaube ich, gleich mal die Pistole austesten, ne? Wo ist denn der? Ja, warte mal. Pistole. Komm nicht näher, oder ich schlitze dich auf. Zwing mich nicht nochmal. Ja, ich muss ihn erstmal. Wer zur Hölle bist du? Verschwinde endlich. Das Problem ist, ich muss ihn erstmal richtig anvisieren können. Ja. Wie war das jetzt nochmal? An alle Cittadini, da die finanziellen Mittel aufgrund der Verteidigung der Mörder. Och Gott sei Dank. Nun, wie willst du gehen? Och, nicht schon wieder. Hallo, den sollst du angreifen. So. Ey. Arschloch. Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, du atmest noch. So, du nicht mehr. Ey. Ey, jetzt reißt du mal her, du Penner. Ich mach dich aus. Ich mach Schaschlik aus dir, du kleiner Rohling-Schlabutzki. Danke, da freut dich. So, war was? Nö, ne? Also, ich weiß von nichts. Die lagen hier vorher schon. Ich muss doch mal die Leiche durchsuchen, ne? Das ist normal. Wie sündig und lasterhaft die Menschen geworden sind. Tja, normal, ne? Aber warte mal, wenn das hier gerade schon mal so, ne? Man könnte ja gleich mal, ne? Also wenn man schon mal hier ist und der Weg frei ist, ne? Das ist ja, könnte man ja gleich mitnehmen, ne? Wenn man gerade schon mal hier so im, Dings unterwegs ist. So. Ich sag mal, so viele Kisten sind das hier in dem Gebiet gar nicht. Weißt du was, die kann ich jetzt auch hier kurz in der Aufnahme mitsammeln. Also so schlimm ist das jetzt nicht. Hier, komm, also das machen wir jetzt eben mal mit. Also das...
Das sind jetzt, lass mich lügen, vielleicht maximal 10 Kisten, die wir jetzt sammeln müssen. Und also das können wir uns irgendwann mitnehmen. Die restlichen Kisten habe ich jetzt alle, ja, man kann sagen, ohne Aufnahme gesammelt. Ich sag mal, wenn ich das in der Aufnahme mit drin haben würde, dann wären wir jetzt wahrscheinlich schon bei Folge 60 oder bei Folge 70. Und jetzt ist das eben mal so. Und das können wir jetzt ruhig mal mitmachen. Wir könnten natürlich jetzt auch gleich erstmal versuchen, das erste Auftragsattentat in dem Gebiet hier zu machen. Wo laufe ich denn hin? In eine total falsche Richtung. Hast du das noch nicht gesehen, Kegel? Nein, ich hab's jetzt gemerkt. ja. Gut. Ich muss ja mal eben runter. Und hier an, also hier vorne kann ich hoch. Hier vorne kann ich hier hochklettern. Das geht. Das können wir machen. Ich glaube, man hat es bei mir irgendwie schon rausgehört, dass ich diese Rohlinge überhaupt nicht abkann. Also nur mal so im übertragenen Sinne, ne? Weil es ist wirklich so, ich kann diese Arschgeigen nicht ab. Was zum Teufel? Das solltest du gar nicht machen. Wo bin ich denn hier jetzt? Was ist das denn? Mensch, ich wollte ja nur zur Kiste. Naja, schauen wir uns die Stadt noch ein bisschen an. Perfekt. Was willst du mehr? Er muss spät dran sein. Und sie sehr schön. Aber warte mal, es wird bestimmt hier unten am Eck sein. Ich klettere da mal eben rum, Ezio. Du kannst auch hier, ne? Genau, geil, gib einen Daumen nach oben. Ach, schön. Ja, da höre ich sie schon. Als wenn ich es geahnt hätte. Ach, dann ist sie hier hinter. Okay. So. Sehr schön. Perfekt, perfekt. So. Hier diese zwei Kisten, das müsste wahrscheinlich wieder eine Bank sein, wo wieder unsere Freunde, die Wachen, vorstehen. Wird unter Garantie so sein. Da kannst du irgendwie die Uhr nachstellen. Aber naja. Die Wachen sind ja auch dafür da, um hier ein bisschen das... Oh Gott. Das Game aufzuwerten. Ne? Also... Und das, was ich gerade gemacht habe, das war auch total Game aufwerten. Ne? Also das ist ja normal. So. Na, was habe ich denn gesagt? So. Achso, die wollten abbauen. Naja, so spät. Mama, ich muss hier weg. Dann geh doch zu Netto. Was? Entschuldigung, das hat gerade so gut gepasst. Ach, schön. So. Alles klar. Nochmal ganz kurz gucken, wie viele Kisten haben wir denn jetzt noch? Gesamt sind es noch 1, 2, 3, 4 Stück. Gut, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Dann versuchen wir jetzt natürlich erstmal ein Auftragsattentat. Schön. Neuigkeiten aus Übersee. Es gibt Gerüchte über Unruhen in den Rängen der Ottomanen. Heute treffen sich der Doge und die Zähne. Mal sehen, was da jetzt zu erledigen ist.
Partycrasher. Einer von Francesco De Pazzis Vettern gibt ein Fest, findet den Ort, wo das Fest stattfindet, indem er einen Gast verfolgt. Wenn ihr dort seid, tötet den Gastgeber. Ich bin sicher, dass die Gäste ihn nicht vermissen werden. Okay. Jetzt muss ich den Gast finden. Wo ist... Also wo? Ach, da. Da ist er. Oh, lass mich raten, das wird doch garantiert hier in diesem, Upsala, in diesem Sperrgebiet sein. Ich seh's schon kommen. Aber normalerweise, da ich ja jetzt diese Maske habe und eigentlich inkognito bin, dürften die Wachen mich ja dann trotzdem nicht sehen. Also ich bin dann ja eigentlich auch ein Gast auf diesem Fest. Wenn man es mal so sieht, ne? Ach, guck mal. Dem Gast zum Fest folgen. I follow you! Die große Preisfrage ist nur, brauche ich da irgendwie noch extra Leutchens, die ich jetzt mit... Was willst du? Da ist er, nicht in meiner Schicht. Schnell, entkommt unter. Dieses Mal entkommt er nicht. Tschüssi. Ach, wie schön, jetzt muss ich ja... Nee, dann müssen wir einmal runter. Ja, perfekt. Oh, sehr schön. Ich werde ja aber trotzdem zu Vorsicht wieder aufs Dach gehen. Weil mir das einfach sicherer ist. Für mich auch selber. So, da unten ist die. Die Olle oder der Olle. Nee, müsste eigentlich nicht eine sie sein. Die wird unter Garantie jetzt hier unten irgendwo durch den Tunnel durchgehen und dann hier in dem Bereich, wo das Sperrgebiet ist. Ihr dürft hier nicht sein. Dazu, wo rennst du denn hin? Hm? Ja, da liegt ein toter Mädel. Das ist nicht so schlimm. Geh einfach weiter. So, ich kann mich hier, glaube ich, schon mal ein bisschen runterbegeben. So. Danke. Sehr nice. Partycrasher erledigt. Das ist doch nice. So, warte mal, wenn wir gerade schon mal hier sind. Ja, wir sollten noch mal ein bisschen auffüllen. Das wäre, glaube ich, besser. Gift ist voll wunderbar. Das sollte jetzt schnell heilen. Ja, ich bin nicht mehr zu heilen. Das ist, das kannst du vergessen. So. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier pro Gebiet immer zwei Auftragsattentate sind. Weil, ich sag mal, im letzten Gebiet waren es ja zwei Stück. Und dann waren die Auftragsattentate ja vom Bildschirm verschwunden. Das heißt, es müsste jetzt dann noch eins kommen. Und dann wären wir, glaube ich, in dem Gebiet, also jetzt in dem neuen Gebiet, wo wir jetzt ja die Aussichtstürme geholt haben, wären wir dann mit den Auftragsattentaten auch schon durch. Warte mal, was sagt denn hier Maestro de Timer? 5 Minuten ist noch. Okay.
dann könnte ich mir noch eben diese zweite, also die nächste Aufgabe hier angucken. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt, ne? Wissen Sie was? Ich guck mir das einfach mal an. Machen Sie sich mal frei, ich regel das schon. Was? Dr. Kegel ist am Werk. Du bist auch hier oben drauf. Also darf ich auch. Hi. Ich bin extra ein Wachenmitarbeiter. Was bin ich? Ja. Da drüben ist das. Okay. Dann gehe ich hier drüben rüber. Pff, ist kein Ding. Also wissen Sie, ich komme schon an mein Ziel, wo ich hin will. Da frage ich ja nicht nach. So. Was haben wir denn hier? Mir schwankt Böses. Falsches Erbe. Ein venezianischer Heerführer hat mehrere Künstler entführt und zwingt sie, ihn als Kriegsheld abzubilden. Lass nicht zu, dass er die Geschichte derart verzerrt. Tötet ihn. Nachher werde ich die Künstler kontaktieren. Sie sollen die Gruft meiner Familie verzieren. Aha. Wir sollen jetzt also einfach diesen, diesen Herr-Typsi, der jetzt die, ich sag mal, die Künstler entführt hat, sollen wir jetzt einfach über den Jordan schießen. Ist okay. Warum nicht? Wenn ich das hinkriege mit meinen Skills? Ha, mit den nicht vorhandenen? Was? Was ist? Halt die Schnauze da drüben. Das war nicht gut. Hey, aber ich lebe noch. Geil. Freu mich. Ja, hier, ne? Wenn wir Ratsch mal hier sind. So. Danke. Achte darauf, dass die Wunde nicht wieder aufreißt. Das wird schwierig, weil ich mich öfters hier in den Abgrund stürze. Das könnte schwierig werden. Aber hey, was soll's. So, ich gehe mal so vorsichtig wieder hoch. Ihr solltet nicht hier sein. Laju, da ist er. Auf ihn. Fass mich doch einmal am Fuß an hier. Also dann ist aber... Dann ist Käsetime. Genau, perfekt. Geh dich mal waschen. So. Wir müssten jetzt eigentlich hier mal rüber. Ob wir das hinkriegen, ist eine andere Frage. Aber warte mal, hier ist ein Seil gespannt. Oder was das auch immer ist. Runter! Natürlich! Du hast doch auch einen Grund. Und wenn du Grund hast, dann habe ich auch Grund. Hui! Fuck! Ich dachte, das reicht für die Wand. Aber, naja. Aber egal, wir haben ja genug Medizin dabei. So, ich glaube, vorher mache ich hier noch die zwei Spacken weg. So. Danke. So. Ah, da ist er. Das ist die große Preisfrage. Ach guck mal, hier ist sowieso noch eine Feder, die nehmen wir auch gleich noch mit. Perfekt. Haben wir hier eventuell irgendwo diese Schwerttypsis, die mir mal hier im Kampf helfen könnten, oder? Es sieht aber, glaube ich, schwer aus. Also schwierig, also problematisch.
Dann muss ich wahrscheinlich erstmal auf die Diebe hier zurückgreifen. Das wird wohl nicht anders gehen. Und da meldet sich mal lieber Timer. Perfekt. Aber weißt du was? Ich würde das jetzt gerne noch in dem Video hier schaffen. Es sei denn, wenn ich fehle, dann muss ich das im nächsten Part dann nochmal starten. Aber ich habe so die... ich habe eigentlich so die Vermutung, das müsste eigentlich klappen. Na, kommt denn daher? Frisch gefangene in Todesfällen im Kanal Grande wurde eine Verfügung erlassen. Ich hasse es, wenn sich irgendein dahergelaufener Irrer daneben benimmt und mir meinen Dienst versaut. Attention! Alter, ist es jetzt mal gut hier? Jetzt muss ich wieder alles auf. Wird wieder eine lange Schicht, was man sieht. So. Also. Nein, du sollst ihn da hinten bitte markieren. Ja, hallo. Gut, los. An alle Cittadini. Da die finanziellen Mittel aufgrund der Verteidigung der ausländischen Interessen der Republik knapp geworden sind, wird auf alle Importe von nicht lebensnotwendigen Gütern eine Abgabe fällig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Da, auf ihn! Hey! Ja, super! Dich nehme ich mit in die Hölle. Er wird uns eine Lücke bieten. Ich gehe. Das war jetzt total für den Arsch. Oh, los. Danke. So. Ich melde mich dann gleich wieder. Die Aufgabe haben wir Gott sei Dank noch geschafft. Und ja, mal gucken, wo es dann gleich weitergeht. Leute, bis gleich. Tschüssi.